Hallo zusammen, es ist ja nicht so weit, wir sind auf dem Weg nach England. 3 Kilometern, Ausfahrt A20, E25 Richtung Hoek van Holland, Rotterdam. Genau, wir fahren nämlich nach Hoek van Holland zur Fähre. Ist nämlich für uns relativ easy zu erreichen. Also wir sind 2,5 Stunden unterwegs, können dann auf der Fähre sogar pennen. Und dann morgen früh haben wir auch nochmal 2,5 Stunden und dann sind wir schon in Santa Pod. Werkzeug haben wir auch ein bisschen mitgenommen. Ein paar Ersatzantriebswellen sind auch mit dabei, weil die Traktion soll da auf jeden Fall richtig pervers sein. Also da bin ich gespannt. Vielleicht geht der ja auch vorne ein bisschen hoch, der Lambo. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, dass da direkt am ersten Tag alles kaputt geht vom Antriebsstrang. Ja, die Jungs bei der Passkontrolle waren auf jeden Fall ganz entspannt. Wollten wissen, was wir für ein Auto drin haben. Und dann haben sie erstmal geguckt. Aber als ich dann gesagt habe, das Auto ist angemeldet, sagte er, ja, dann ist gut. Ansonsten hättest du nämlich ein Problem. Weil, wenn ihr mal nach England wollt, mit einem Rennauto, müsst ihr, glaube ich, verzollen. Oder man muss da eine Sicherheit hinterlegen. Und bei einem angemeldeten Auto hat man den ganzen Stress nicht. Also Kennzeichen drauf und dann kann man einfach hier rüberfahren. Wir sind jetzt hier in Santa Pod, ist in England eine offizielle FIA Dragster Rennstrecke. Ja, das Besondere an der Strecke ist auf jeden Fall die Präparation. Also die ist nicht nur wie bei anderen auf so den ersten 60 Fuß geklebt, sondern die ist auf komplette 400 Meter Länge geklebt. Und also hier ist schon, also Traktion ist wirklich abnormal und dann hier gibt es auch bei vielen Fahrzeugen natürlich irgendwie Schäden am Antriebsstrang. Ja, heute ist freies Training. Ich möchte beim freien Training erstmal das Auto im Prinzip so ein bisschen auf die Strecke einstellen, gucken, wie der jetzt nach den ganzen Umbauten überhaupt läuft. Wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen unvorbereitet hier hingekommen, weil wir vorher noch nicht irgendwo getestet haben. Deswegen, also ich bin gespannt, wie das überhaupt läuft, das Auto, ob es läuft und welchen Schritt wir hier nach vorne machen können. Ja, wir sind dieses Wochenende auf jeden Fall hier, weil ich gerne mit dem Auto meine 7er Zeit fahren würde. Eigentlich sagt man immer, wenn man dann eine richtig schnelle Zeit fahren will, dann muss man hier hinfahren. Und ja, da wollen wir jetzt dieses Wochenende mal ausprobieren. Ja, ich bin jetzt bin ich richtig aufgeregt auf jeden Fall. Was für eine Zeit erwartest du jetzt? Erstmal gar nichts, weil ich will gucken, ob nach dem Burnout die Launch Control funktioniert. Ansonsten muss ich ohne Burnout hier starten. Ja. Gucken wir mal. Also wenn die Launch nicht geht, fahre ich ganz normal los und guck mal, wie die Strecke ist und wie das Auto fährt. Ja, ansonsten, keine Ahnung. 8,5, 8,4 müsste auf jeden Fall drin sein für den ersten Lauf mit wenig Leistung. Ja, gucken wir mal. Also bei dem Lauf habe ich auf jeden Fall den Kackstift in der Hose gehabt. Ich glaube, den kann man gar nicht mehr messen, so lang wie der war. Aber ich denke mal, ich habe da ganz gut gehandelt. Und einmal kurz, wo der halbwegs gerade stand, habe ich einmal kurz gelupft, damit er wieder Traktion hatte. Direkt nach dem Schaltvorgang haben alle vier Räder gedreht. Ich glaube, dritter oder vierter Gang. Junge, Junge, ich hoffe, du hast alles drauf, ey. Hey, vorne rechts hat er Luft. Weine Luft? Alter! Also, wir hatten beide Gänsehaut. Gestört. Warum? Alter! Das war nicht volle Leistung, das ey, war nur 1,8. Ich hab gedacht, du schießt den ab. Ja? Beide Gedanken, der ist weg. Du bist Dingens. Ich bin im zweiten Gang vom Gas gegangen, Alter.
Ja, das Auto fing direkt nach dem Schaltvorgang an, dass da alle vier Räder durchgedreht haben. Und dann ging er also richtig quer, das war ein richtig dollen Quersteher. Und ich habe halt geguckt, wo der einmal so halbwegs gerade stand, habe ich einmal ganz kurz gelupft, damit die Räder wieder Grip haben. Und dann habe ich weiter durchgezogen. Ja, war ganz kurz davor. Habt ihr von der Tribüne geguckt, ja, oder? Ja, von oben, ja. Die Strecke ist nicht gut aktuell. Nee, ist auch nicht gut. Ja. Ich habe gar keinen Grip gehabt. Ja. 1-2. Ja, mach runter. 9-5 war das jetzt, mit einmal komplett genau. Vom Gas gehen. Ne? Sah auch böse aus. Ah, der Burnout hat funktioniert und ich kann danach launchen. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Ich habe irgendwie Angst, dass das Ding dieses Wochenende in der Mauer landet. Was haben wir jetzt? 5:30 haben wir, ne? Ich würde sagen, wir machen noch einen Lauf. Ich habe Nadeldruck in den ersten drei Gängen komplett rausgenommen. Ich habe gerade noch mal mit Max Kramer-Paul telefoniert. Der meinte vielleicht direkt nach dem Launch mal direkt vom Gas gehen oder so mit Halbgas nur weiterfahren. Das Ding ist einfach total giftig am Start. Das war auch gerade nur eine 1,77, 60 Fuß. Also Traktion ist richtig mies. Das wird wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen richtig gut werden. Und wenn dann auch ein bisschen wärmer ist. Aber wir machen jetzt trotzdem noch mal einen Start. Wie gesagt, mit wenig Leistung. Ja, dann mal gucken. Wenn ich dann sehe, ich habe Grip, dann kann man so langsam sich mal wieder rantasten. Aber das wäre jetzt für den ersten Lauf, das war einfach sinnlos viel zu viel. Ja, und jetzt wollten wir dann den nächsten Lauf machen, dann war vorne das Gate schon zu, also das war natürlich irgendwo ein bisschen ärgerlich. Wir haben eigentlich den ganzen ersten Tag, wo wir richtig viel hätten testen können, haben wir komplett verpennt. Ja, mich ärgert schon extrem, dass wir jetzt nur einmal fahren konnten heute. Aber wir sind ja extra früh angereist, damit wir im Prinzip den ganzen Freitag fürs Training haben. Jetzt haben wir wir haben es heute Morgen relativ locker, vielleicht auch zu locker angehen lassen. Wir haben zu lange gewartet. Das Gate vorne ist schon zu. Lassen noch keinen mehr rein. Wahrscheinlich wollen die 6 Uhr Feierabend machen und sind noch 25 Minuten und deswegen ist vorne zu und da hinten dürfen nur noch die fahren, die jetzt da stehen. Scheiße, ich hätte das so gerne noch heute Abend einmal gewusst, ob das Ding jetzt besser läuft, aber ja, komm. Dann machen wir jetzt Feierabend für heute, oder? Ich würde sagen, wir schmeißen den Grill an. Ich habe Kohle. Ich habe nur Süßigkeiten gegessen bis jetzt. Ah, verdammte Axt, ey.